Wir haben viel gelernt im vergangenen Jahr. Wie man niest, ohne andere anzustecken. Bei wie viel Grad man Masken backen muss, um sie zu desinfizieren. Oder einfach nur, dass es schon ganz cool ist, sich in einem Lokal mit Freundinnen zu treffen. Prost, Sebastian. Prost, Sebastian. Und gleichzeitig wissen wir über die Verbreitung des Coronavirus sehr wenig. Obwohl wir eigentlich viel mehr Informationen haben könnten. Österreich, du hast ein Datenproblem. Warum sind Daten so wichtig? Zahlen helfen uns, diese Krise zu verstehen und dagegen anzukämpfen. Zum Beispiel wäre es ja gut zu wissen, wie alt die Leute sind, die wegen einer Corona-Erkrankung im Spital liegen. Interessierte Bürgerinnen oder Datenjournalistinnen könnten dann beobachten, wie sich diese Zahlen entwickeln und daraus wichtige Schlüsse ziehen. Aber das Gesundheitsministerium verrät uns nur, wie viele Personen insgesamt im Krankenhaus liegen, nicht wie alt sie sind. Oder wie viele Infektionen, Todesfälle und Genesene es pro Gemeinde gibt. Länder wie Belgien und Italien veröffentlichen das ganz selbstverständlich. In Österreich geben das zwar einzelne Gemeinden bekannt, aber Zahlen für das gesamte Bundesgebiet gibt es nicht. Völlig unbekannt ist auch, wie lange Tests und Absonderungen dauern. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat im Herbst das 24-24-24-Ziel ausgegeben. Nach dem Anruf bei 14:50 soll es 24 Stunden bis zum Test dauern, danach wieder 24 Stunden bis zum Ergebnis und 24 Stunden vom Ergebnis bis zum Absonderungsbescheid. So könnte man viele Neuinfektionen verhindern. Ob das gelingt? Keine Ahnung. Bei den veröffentlichten Daten ist das nicht dabei. Aber es geht nicht nur um solche Details, sondern auch um viel Grundsätzlicheres. Zum Beispiel die Informationen, wie viele Leute sich täglich neu angesteckt haben. Das Innenministerium veröffentlicht die Anzahl der neuen Corona-Fälle nach dem Datum, an dem sie gemeldet wurden. Die AGES macht das nach dem Zeitpunkt der Diagnose. So gibt es, zum Beispiel im Fall, dass an einem Tag viele Fälle nachgemeldet werden, ziemlich unterschiedliche Werte für denselben Tag. Dazu kommen eigenartige Aktionen aus dem Gesundheitsministerium. Mitte Jänner zum Beispiel hat die AGES umgestellt, welche Tests sie in ihrer Zeitreihe veröffentlicht, ohne jede Ankündigung. Plötzlich wurden Antigentests doch dazu gezählt und die Zahl der gesamten Tests war um 3 Millionen höher. Rückwirkend wurde das aber nicht korrigiert. Das heißt, die aktuellen Testzahlen sind mit denen von Dezember und davor überhaupt nicht vergleichbar. Aber man soll ja nicht nur sudern. Bei den Zahlen zur Impfung hat das Gesundheitsministerium einen Neustart hingelegt und gibt sich offenbar wirklich Mühe. Da gibt es ein Open-Data-File, auf das alle Daten-Nerds zugreifen können. Änderungen sind darin nachvollziehbar und werden auch angekündigt. So kann es gehen. Aber so weit, dass wir uns nur auf die Impfungen konzentrieren können, sind wir halt leider noch nicht. Wir brauchen weiterhin gute Daten zu den Infektionen. Dann könnte man vieles besser nachvollziehen und die Verbreitung des Virus nach fast einem Jahr auch ein bisschen besser verstehen.